Hallöchen YouTube, da sind wir wieder zurück bei den Zwergen. Am Ende des letzten Streams ist die Achterbahn entgleist und wir mussten uns, oder die Zwerge rund um Tungdil, und jetzt haben wir ja auch, wir können uns die Gruppe mal angucken, ne? Ja, immer noch Tungdil, Boindil und Boendal und außerdem Bavragor und den guten Goimgar. Die beiden Herrschaften sind neu, gehören quasi zum Team, das Tungdil sich zusammengestellt hat, um die Feuerklinge zu schmieden. Denn das war ja im letzten Part die Aufgabe, die glücklicherweise gezogen wurde, die beiden Anwärter auf den Thron der Zwerge jetzt ja erfüllen müssen. Und da sind wir mittendrin statt nur dabei. Würde ich mal sagen. So, Bavragor ist Stufe 6. Mit Goimgar ist so ein Feigling aktuell noch. Der ist aber Level 8. Level 6, Level 7, Level 6, Level 6. Das passt alles. Huh, ist gerade ein bisschen kalt. Warum? So. Diese Strecke unterhalb des Landes, das zieht sich tatsächlich, ich weiß nicht, ob das noch erklärt wird, das zieht sich tatsächlich durch das gesamte geborgene Land, ist von den Zwergen, ja, eine von den Zwergen erschaffene Reisemöglichkeit, um möglichst schnell von einem Reich zum anderen zu gelangen, denn die Reiche der Zwerge liegen ja alle an der Grenze des geborgenen Landes, das heißt, eines im Norden, nee, zwei im Norden, eins im Osten, eins im Süden, eins im Westen. Ich glaube so, wenn ich die Karte richtig im Kopf habe, müsste das so sein. Und von daher haben die Zwerge das mal in Angriff genommen und haben mal richtig schön eine Bahn gebaut, nicht wahr? So, hier ist, ob rechts oder links ist, glaube ich, scheißegal. Wir müssen auf jeden Fall erstmal nach Mifordania. Wie sieht denn unser... Auf eurer Wanderung stimmt Boindil einige Lieder an. Kurze Zeit später tut Bavragor es ihm gleich, wobei er nicht etwa mitsingt, sondern Ingrimsch mit eigenen Liedern zu überbieten versucht. Als er schließlich ein Liebeslied anstimmt, treibt er Boindil damit zur Weißglut. Du nimmst den Steinmetz zur Seite und fragst, ob er das mit Absicht mache. Sicher mache ich das mit Absicht. Ich werde ihn die ganze Reise über leiden lassen. So kann das nicht weitergehen. Wir können uns nicht untereinander bekämpfen und das geborgene Land retten. Du machst eine kurze Pause, ehe du dich an die Wurzel des Problems heranwagst. Es geht um meine Frau, richtig? Nicht, wie du vielleicht meinst. Smeralda war meine Schwester. Ein junges Ding von gerade 40 Zyklen. Bavragor nimmt einen ordentlichen Schluck von seinem Branntwein, ehe er fortfährt. Sie war fast so kriegerisch wie Boindil. Und sie hatte es sich in ihren Dickkopf gesetzt, ihm im Kampf beizustehen. Eine schlechte Entscheidung. In seinen Augen kannst du den Schmerz erkennen, unter dem er leidet. Du legst ihm eine Hand auf die Schulter und drängst ihn zu nichts. Jap, Smeralda, von der werden wir noch ein bisschen was hören, glaube ich. Müsste eigentlich, ja. Das ständige Gezanke von Boindil und Bavragor lenkt dich ab. Goimgar hört als erster das Klappern der Rüstungen. Da kommt etwas! Bevor ihr es euch verseht, stürmen die Orks über einen Hang auf euch zu. Nein! Gleich kämpfen, ich bin doch noch gar nicht aufgewärmt. Manu. Hallo Linne, tschüss Linne, danke fürs Vorbeigucken, danke für Discord aufmischen und aufmöbeln, danke. So. Falls sie das jetzt noch gehört haben sollte. Items verteilen. Wir haben, glaube ich, nichts, was uns irgendwie noch... Wir könnten irgendwem noch Fralas Halszu noch Tungdil geben. Bavragor. Du hast was? Den Schwinger? Den liebe ich ja, das wisst ihr ja. Aber ansonsten haben wir da nichts gefunden. Pass auf, dann machen wir doch mal. Ach, das hat Tungdil automatisch. Okay, ist klar, ich verstehe.
Das können wir quasi gar niemand anderem geben. Geht nicht, okay. Dann haben wir für Bavragor nichts. Ich weiß nicht, ob der Trank allerdings bei Boindil so nötig ist, da er ja jetzt sich mit Oink Oink hier zumindest ein bisschen heilen kann. Was ist mit Boindil? Achso, ich habe ihn aus... ich bin ja doof. Ich habe ihn aus Versehen abgewählt. Das habe ich gar nicht gesehen. So, jetzt ist alles gut. Und hier können wir tatsächlich nichts machen, okay. Na dann. Auf ins hier Tümmel, wa? Bringe alle Helden aus dem Gefahrengebiet. Das könnte ja jetzt wieder... sich einfach gestalten, indem wir einfach durchrennen. Das haben wir ja nun schon mal gemacht. Bavragor hat Leben verloren. So, das sind aber auch nicht viele. Ich würde sagen, wir rennen nicht. Wir kämpfen uns hier durch. Das sind ein paar Orks. Das ist alles mit Sicherheit nichts Dramatisches. Boah, wo ist denn die solche Kreatur, hä? Boindil! So, das sind aber jetzt doch, das sind aber doch ein paar. Oh, falsche Taste. Ich wollte nicht. Ich wollte gar nicht oinken. Können wir kurz was anderes machen? Dankeschön. So. Wo macht er eigentlich Tungdil rum? Der steht da und macht aktuell gar nichts. Der kann aber hier mal richtig Gas geben. Ach, Tungdil hat ja jetzt seine ultra coole neue Rüstung und sollte jetzt eigentlich auch wesentlich, Angriff. Wesentlich weniger Schaden kassieren. Ich habe gar fest zugeschlagen. Erledigt. Holy shit. Ja? Wir brauchen 6, wir haben nur 5. Ich wollte jetzt eigentlich hier mitten reinhüpfen und einen Schwinger ansetzen. Oh, das ist Pech für dich. Wir können aber hier mal... Solche Kreatur! So. In Ordnung! Können wir hier noch einen Schwinger ansetzen. Aber ohne vielleicht Boindil. Botz! Tungdil frisst doch ganz gut gerade noch. Wir setzen mal unser Item ein. Bavragor. Weiß nicht, schlägt sich hier ganz wacker, glaube ich. Oh, da ist Boin hier mittendrin. Da machen wir mal in die Richtung. Erledigt. Sehr gut. Boin hier kassiert auch gut. Oink, oink, kleines Schweinchen. Warum hat ein Bavragor den Trank nicht? Bavragor. Und jetzt? Ach so, wir haben einen Trank und können den mehreren Kämpfern ausrüsten. Oh, okay, niedriger als 20 geht nicht. Ich find's gerade irgendwie ein bisschen laut. So. Boindil kann schon wieder schwingen. Oh, Junge, das wird ein mächtiger. Abscheuliche Kreatur. Was denn? Boindil lebt mir da tatsächlich ein bisschen gefährlich. Mag mir nicht so gefallen. Drei ist gerade das Beste, was wir mit Tungdil irgendwie erreichen können. Ja,
Boendal, du hattest doch auch noch den mächtigen Hieb. Der war doch auch recht, ja, wie der Name schon sagt, mächtig, ne? Krieg ich hier 3? Wunderbar. Der haut nämlich auch ganz schön rein. Ja? Tungdil hat ein kleines Problem. Ich glaube, Tungdil hat das Problem. Sofort! Und weiter! Weil er die ganze Zeit von den Fernkämpfern attackiert wird. Und das ist gerade nicht so cool. Zu eine Kreatur! Also sieht also auch nicht so aus, als sei das hier irgendwie ein unendlicher Gegner-Spawn. So, Boendal verschafft sich ein bisschen Platz. Wo ist der Nächste? Und weiter! Einer kommt hier noch runter. Bavragor. Oh Gott. Okay, ihr habt es im letzten Stream schon gesagt. Die Tränke sind ein bisschen mäh. Erledigt. Kabums. Abscheuliche Kreatur. Bam, einer weniger. Und jetzt? Huch, aber klar. Bundi, du kannst erstmal ganz kurz eine Runde räumen. Oink, oink, kleines Schweinchen. Dankeschön. Da bist du platt, wa? Bavragor. Das sieht gut aus. Für Fraktur einfach und weiter. So, den mal umgeboxt. Wunderbar. Angriff. Erledigt. Den. Was ist? Oh. Können wir da bitte mal ganz kurz. Und weiter. Ich mach mir Sorgen um Bavragor, um ehrlich zu sein. Und irgendwie nicht gerade wenig. Jetzt ist da noch so ein Ork. Schluss damit! Könntest du den bitte noch ganz kurz. Erledigt. Oh, Bavragor. Um Boendal mache ich mir keine Sorgen, der. Oink, oink, kleines Schweinchen. Der schafft das schon irgendwie, den Dicken da zu tanken. Oh, Boendil. Ja, ja. Er hat sich ja kaum gewehrt. Jo. Boah, eklig. So. Ja? Ich weiß gerade nicht, ob ich Bavragor mit auf den Dicken hetzen will. Ist der schon tot? Nee. Ich dachte gerade, Boendal hätte schon gewütet. Ja? Boendal kann aber jetzt mal. Yeah. Rotz! Und jetzt? Ah, stimmt, Boendil hatte ich ja nach da beordert. Keine gute Idee. Stopp. Und weiter! So, wo ist Bavragor? Ah, Bavragor ist da. Wasen! Chill mal, Bavragor. Oh, guck mal, das wird wieder schlimmer. Zack, gleich 3 auf einmal. Alter, das ist so übel. Komm, den machen wir gleich fertig. Erledigt. Ah, ne, jetzt wollte ich den Schwinger haben. Zu einfach! Okay, Boendal ist. Wow. Boendal ist absolut wow. Oink, oink, kleine Schweinchen! Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen! Bavragor stürzt sich aber auch
todesmutig. Boah, eklig! Hat sich ja kaum gewehrt. In jeden Kampf. Hä, wo ist denn der? Ist der tot? Hier kommt der Hammer! Wo ist der Nächste? So. Was denn? Wir haben alle vier beisammen. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. So gut wie erledigt. Ach, da hinten geht's ja raus. Dann sollten wir das doch fast geschafft haben, sagte er. Boindil ist schon da. Oink, denn? Oink. Wunderschön. Mhm. Tumbil. Sofort. Ja. Ich möchte. Oh, das ist Pech für dich. Hohendahl. Yeah. Und weiter. Yeah. Hohendahl haut aber auch was rein. Meine Herren, gibt's ja gar nicht. Huh? Hier, Bavrago, du machst grad nichts, ne? Der macht's nicht mehr lang. Er hat Bavrago gerade Boendal gehauen. Was ist? Das geht auch nicht. Wir wollen erstmal den Dicken hier fertig machen. Boendil. Oink, oink, kleines Schweinchen. Hier ist ja nochmal so ein fieser Boss-Typ. Das habe ich gar nicht gesehen. Komm her, du! So. Jo? Sehr schön. Was denn? Ja? Hier kommt dein Ende. Boendal, du könntest dir doch mal den schnappen. Was haben wir hier eigentlich? Können wir mal einsetzen, ne? Schaden tut es ja generell erstmal nichts. Hm? Tungdeal. So. Was denn? So nenne ich die Folge. Was denn? Da bist du platt, wa? Was ist? Boendal, du drückst ihm jetzt erstmal richtig eine rein. Jawollo, soll ich das sehen? Und tung dir die nächste. Wutz! Was denn? Hossa! Tung dir steht Boendal im Weg. Ja. So. Wunderbar. Und jetzt? Jetzt da hinten rein und dann haben wir es geschafft. Das lief doch solide, würde ich sagen. Das war erfrischend. Hey, da kommt noch mehr. 3, 4, 5. 5 oder 6. 5 oder 6? Puh. Er meint 5 oder 600. Boimgar wird kreidebleich. Das sind zu viele. Zur Stadt, los! Level Up für Boindil, Level Up für Tungdil und Level Up für Bavrago, habe ich es richtig gesehen? Ja, ne? Goimgar kriegt hier auch dicke Erfahrungspunkte und hat nicht einen Finger krumm gemacht, da hebt er ja nicht. Aber ich glaube, keiner kann Punkte verteilen, das war nur bei geraden Stufen, ne? Ja, das war nur bei geraden Stufen. Sehr wertvoll und Gold. Okay. Dann würde ich aber sagen, das passt ja ganz gut. Dann gehen wir im nächsten Part nach Mifodania und schauen, was dort los ist. Wie gesagt, wie Boindy gerade gesagt hat, wir haben 500 bis 600 Orks am Arsch. Und das ist irgendwie nicht so schön. Deshalb in der nächsten Folge schnellstmöglich nach Mifodania. Bisher sage ich danke fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.